Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und in diesem Video schauen wir uns gemeinsam die Designer Notes von Jahr 4 Season 4 an, meine Freunde. Sprich, diese Änderungen werden dann in der nächsten Season auf uns zukommen. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, sprich, wir werden uns das zusammen gemeinsam anschauen. So, was steht denn hier? In dieser neuesten Ausgabe der Anmerkung der Spielerdesigner gehen wir auch näher auf die bevorstehenden Balancing-Änderungen ein, die mit Patch 4.3 wirksam werden und erklären euch die Gründe für diese Änderung. So, Siegdelta und Präsenz. Ranked PC, Platin und höher. Und meine Freunde, wir sehen, ist eigentlich gar nicht so überraschend im ersten Moment. Ne, klar, Ashe und Jakal sind Operator, wenn die denn nicht gebannt sind, vor allem Jakal, aber das schauen wir uns wahrscheinlich später an, sind Operator, die ziemlich oft gepickt werden und Ashe ist dabei hingegen ziemlich gut. Im Mittelfeld sehen wir Sophia, Thermite, Hibana, Thatcher, die sind eigentlich so ziemlich okay. Auf der linken Seite sehen wir zum Beispiel Finca. Finca war auch letzte Season Operator, was sehr wenig genommen wurde, aber wenn sie dann ausgewählt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit am meisten gestiegen, dass sie die Runde gewinnt. Blackbeard ist auch mit dabei und Lion befindet sich momentan einfach in der Mitte. Ich glaube, Ubisoft ist mit Lion ziemlich zufrieden, könnte aber klein wenig mehr gepickt werden. Was nicht überrascht, ist Glass und Kali ist mittlerweile ganz, ganz unten, aber das ist ja auch so, dass die neuen Operator mittlerweile gar nicht mal so overpowered sind, sondern dass sie einfach richtig schlecht sind und in ein paar Seasons dann wieder hochgebalanced werden, sage ich mal. Ne, wir hatten ja das Problem, dass neue Operator, sei es Finca oder Lion, richtig stark waren. Das will Ubisoft hiermit wahrscheinlich verhindern und sagt, okay, wir machen die Operator lieber mal klein wenig schwach und wir schauen mal, wie das dann so genommen wird. Aber finde ich eigentlich jetzt gar nicht mal so schlimm, ne? Monty und Blitz, da kann man was machen, aber ich finde eigentlich, so ist es ziemlich gut. Am liebsten wäre es halt, dass die Operator so im Nullbereich sind, aber das ist halt extrem schwierig. Wenn wir uns die Verteidiger mal anschauen, dann dachte ich, oder ja, wo ist die Jäger? Jäger ist einfach mal auf 90%, Alter. Das ist einmal richtig krass. Jäger dachte sich, jo, ich hau mal ganz schnell ab. Das ist richtig krass, dass Jäger fast in jeder Runde gespiegelt wird, ne? Einfach nur crazy shit. Legion, Valkyrie auch. Das sind sowieso die Operator, die ich am meisten spiele. Seht ihr auch im Hintergrund. Valkyrie, Legion, Jäger. Für euch geht's auch so. Bennett spiele ich zum Beispiel auch oft. Mira auch. Aber das sind so die Operator, die ziemlich oft gepickt werden. Im Mittelbereich Mute, Vigil, Kaid. Und im unteren Bereich haben wir einmal Castle, was mich nicht wundert. Ubisoft hat oft genug gesagt oder meinten, dass sie an Castle was ändern wollen, aber bis jetzt ist nichts passiert. Goyo ist auch ziemlich weit unten. Ehrlich gesagt habe ich mit Goyo fast gar nicht gespielt. Und wenn, dann habe ich halt extrem verkackt. Warden ist auch unten, wundert mich eher weniger. Vamai ist eher im mittleren Bereich. Na, wir müssen uns mal vorstellen, Vamai sollte eigentlich Jäger ablösen, sprich Vamai hat in Anführungszeichen die gleiche Fähigkeit wie Jäger, aber Vamai wird dann auch fast gar nicht genommen. Na, Jäger ist einfach mal weg. So, ganz unten minus 5% haben wir den guten alten Tachanka. Wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe mal, dass wir mit der nächsten Season einen Tachanka Rework bekommen, weil das ist schon echt krass, ne? Tachanka ganz weit unten. Und meine Freunde, geht davon aus, dass Jäger auf jeden Fall einen Nerf bekommt. Was das genau sein wird, weiß ich nicht. Jetzt stellt euch mal vor, Jäger hätte noch ACOG. Der wäre hier gar nicht mehr auf der Seite, ey. Das ist ziemlich krass. Was mich nicht wundert, ist, dass Frost und Kapkan sehr wenig gepickt werden, aber wenn die denn gepickt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit enorm. Hat eigentlich den Grund, weil keiner damit rechnet, dass da eine Frost- oder Kapkan-Falle ist. Deswegen laufen die rein, weil das sowieso keiner spielt und wenn die gespielt werden, steigt die Wahrscheinlichkeit umso mehr, dass ihr die Runde gewinnt. Eigentlich ziemlich nice. Beachtet bitte, dass wir die Präsenz als Gradmesser für die Beliebtheit eines Operators nutzen. Dieser Begriff musste eingeführt werden, um die Implementierung von Pick-and-Ban gerecht zu werden. Definition von Präsenz, Auswahlquote eines Operators, während er nicht gesperrt ist. Siegdelta. Das Siegdelta bildet sich aus den Siegdeltas eines Operators pro Karte. Wir berechnen es für gewöhnlich pro Karte und pro
Bombenstandort, um eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Wir haben jedoch Probleme bei der Datensammlung in Bezug auf Bombenstandort-Statistiken festgestellt. Eine dauerhafte Lösung ist bereits in Arbeit. In der Zwischenzeit solltet ihr beachten, dass die Diagramme lediglich durch Siegdeltas pro Karte errechnet werden. Es kann zu geringfügigen Abweichungen für Operator kommen, die besonders von der Wahl des Bombenstandorts betroffen sind. So, wenn wir uns die Bannrate mal für die Angreifer anschauen, wundert mich das ehrlich gesagt auch nicht. Jackal einfach mal bei fucking 70%, ey. Ne? Ihr wisst, warum Jackal gebannt wird. Ist einfach so ein Abwehr-Operator, wenn du gescannt bist, bringt es nichts. Ne? Obwohl Jackal schon genervt wurde, ist er halt immer noch Platz Nummer 1. Dann Blackbeard, wundert mich ehrlich gesagt, weil Blackbeard in meinen Augen gar nicht mal so stark ist. Ne? Der hat ja einen kleinen Buff bekommen. Thatcher, vor allem wenn man als Verteidiger startet, bin ich auch der Typ, der einfach Thatcher auswählt. Ne? Kann man nichts mehr gegen Bernard oder Kaid machen in dem Sinne. Gibt ja aber genug andere Operator, aber erleichtert auf jeden Fall die Arbeit der Verteidiger. Monty, Merrick, Nomad, Termit. Und was mich wundert, ist, dass Kali auch hier drin ist, obwohl Kali fast nie gespielt wird, kein Ban und die Bahn ist auch mit dabei, also ziemlich okay, bis das Jackal einfach mal explodiert ist. Wenn wir uns die Verteidiger anschauen, dann sehen wir Mira und Echo, ne? Ist verständlich, Mira ist einfach so ein Operator, es kann halt komplette Bereiche quasi abdecken, wenn du weißt, okay, da ist ein Mira-Fenster, bleib achtsam. Echo ist auch verständlich, man spielt Bombe, die letzten paar Sekunden kann die Echo-Drohne einem auch wirklich auf die Nerven gehen. Echo wurde ja auch genervt mit Dokkaebe zum Beispiel, aber es steht wahrscheinlich alles nochmal unten. Valkyrie ist auch verständlich, die ganzen Camps, Maestro ist genauso nervig wie Echo, aber ich wundert mich, dass Maestro unter Valkyrie ist. Ich dachte so, Maestro und Valkyrie sind so beide bei 50%, aber Echo ist hingegen höher. Legion, auch ein Operator, wo ich sehr gerne spiele. Kainban, Kaid, Kavera, Kapkan und Clash. Anstehende Veränderung. Ziele mit Visier dauert länger. Die benötigte Zeit, um mit Visier zu ziehen, wurde für alle Waffenklassen erhöht. Sturmgewehre von 0,3 Sekunden auf 0,4 Sekunden, DMS von 0,3 auf 0,4, inklusive OTS, MPs von 0,2 auf 0,3, LMGs von 0,4 auf 0,45, Pistolen von 0,1 bis 0,2, also beziehungsweise auf 0,2, MPs als Sekundärwaffe von 0,1 auf 3,5. Das ist richtig krass. Schrotflinten von 2,0 auf 2,5. Im MRIs gab es eine Überarbeitung der Animation, was dazu führte, dass die Zeit zum Zielen mit Visier für alle Waffen verringert wurde. Durch diese Änderung werden die Zeiten fürs Zielen mit Visier wieder ähnlich zu denen von MRIs. Darüber hinaus werden wir auch die Zeiten für alle Waffen in ihrer jeweiligen Klasse angepasst. Nach der Durchsicht eures Feedbacks für die Testserverphase haben wir uns dazu entschlossen, die Zeit für Zielen mit dem Visier von Sekundärwaffen getragene MPs von 3,5 auf 2,75 Sekunden anzupassen. Wie üblich werden wir weiterhin die Performance der Operator und Waffen nach dieser Änderung genau im Auge behalten und falls nötig anpassen. Blackbeard. Eine Zeiterhöhung beim Zielen mit Visier erfolgt nur, wenn Blackbeard Gewehrschild ausgerüstet ist. Waffen ohne Gewehrschild behalten die gleiche Zeit wie der andere Sturmgewehr bei. Waffen mit dem Gewehrschild werden die gleichen Zeiten haben wie aktuell im Shifting Tides. Der Winkelgriff beeinflusst das Scar mit und ohne Gewehrschild. Wir wollen, dass sie zwischen höherer Reaktionsgeschwindigkeit und Schussgefecht beim Ziel mit Visier und zusätzlichem Schutz durchs Gewehrschild wählen. Echo, die Yokai-Drohne kann jetzt durch Dokkaebes Telefon-Hack-Fähigkeit gehackt werden. Echo lässt jetzt ein Handy fallen, wenn Dokkaebe während der Runde anwesend ist. Die Yokai-Drohne ist jetzt mit der Drohnenlichtern ausgestattet, die nur mit ungetarntem Zustand sichtbar sind. Die Lichter haben das gleiche visuelle Effekt wie jede andere Drohne. Echo ist momentan eine Ausnahme, da er von Dokkaebes Fähigkeit nicht betroffen ist. Auf diese Weise wollen wir mehr Kontermöglichkeiten gegen diesen sehr starken und frustrierenden Verteidiger bieten. Ganz besonders in Situationen, in denen Angreifer die Entschärfer platzieren. Er ist der am zweithäufigsten gesperrte Verteidiger und diese Änderung wurde genau deshalb vorgenommen. Außerdem stellt dies einen Weg dar, um die Interaktion der Operator untereinander zu rationalisieren. Diese sorgt nicht nur für einen besseren Balancing, sondern stellt vor allem eine Möglichkeit dar, Neueinsteigern das Spiel leichter verständlich zu machen. Ella. Der Rückschuss für die ersten 16 Schüsse der Scorpion Evo 3 wurden verringert. Alle weiteren Schüsse haben einen Rückschuss, der dem aktuellen ähnelt.
Ella ist ein äußerst beliebter Operator, der durch die vorherige Erhöhung des MP-Rückstoßes benachteiligt wurde. Obwohl sie bezüglich Präsenz Sieg Delta gut abschneidet, möchten wir ihr Potenzial durch eine Verbesserung des Handlings der Scorpion Evo steigern. Finde ich auch gut, ich habe auch teilweise mit der Shotgun gespielt, aber so kann man wieder mit der anderen Waffe spielen. Finca, Schaden für das Spear 308 von 38 auf 32 erhöht. Wir haben festgestellt, dass Finkas Spear im Vergleich zu allen anderen Sturmgemehren im Angriff schlecht abschneidet und wollen es daher zu einer tauglicheren Waffe machen. Also ich habe bis jetzt ab und zu mit Finca gespielt und begrüße diese Veränderung, sagen wir es mal so. Oh, jetzt geht's weiter mit Jäger, meine Freunde. Jäger, Schaden für Jägers 416C von 43 auf 38 verringert. Wir basteln noch ein Jäger herum, aber nach der Einführung von Vamai halten wir es für angemessen, einige Dinge durchzuführen und die Durchschlagskraft seiner 416C zu verringern, da alle anderen Waffen bei der Verteidigung übertrifft. Dies ist ein erster Schritt, der den beliebtesten Verteidiger besser ans Niveau seiner Kollegen angleichen soll. Also meine Freunde, das ist der erste Schritt, sprich die nächsten Schritte werden kommen. Maestro, ACOG Maestros Alda entfernt. Wir finden, dass das Alda auch ohne ACOG sehr mächtig ist und wollen daher schauen, ob die anderen Qualitäten der Waffen im Vordergrund treten, wenn wir es entfernen. Nöck und Smoke. Schaden für Nöx und Smokes FMG von 30 auf 34 erhöht. Wir wollen ihr mehr Selbstvertrauen geben, um von ihrer Fähigkeit zu schleichen Stärken Gebrauch zu machen und in 1 gegen 1 Situationen und Schussgefechten zu glänzen. Diese Änderung sollte auch Smoke in geringem Umfang betreffen. Ich schaue mal kurz nach oben, weil Smoke war ja eigentlich jetzt auch nicht so gut. Ne? Ist ja auf minus 1,5%, wird jetzt nicht so oft gespielt. Finde ich gut, dass sie da das mit Smoke und Nöx gemacht haben. Ying. Candelas haben jetzt einen neuen Umriss, der nur für Ying sichtbar ist. Verbesserte Ausbreitung von Streublendgranaten. Anzahl der Ladungen pro Candela von 6 auf 7 erhöht. 1 in Bodenhöhe, 3 in Hüfthöhe und 3 auf Kopfhöhe. Sprengzeit der Ladung auf 0,3 Sekunden verringert von 1 Sekunde beim Werfen und 2,5 beim Platzieren. Ladungen, die von der Umgebung abprallen, behalten jetzt ihre Geschwindigkeit bei, anstatt zu Boden zu fallen und zu explodieren. Geringfügige Verbesserungen für den visuellen Effekt der Candela-Explosion. Jings Candelas lassen viel Raum für kreative Spielzüge und wir sind von der Möglichkeit, die das Gerät bietet, überzeugt. Wir haben festgestellt, dass Candelas mehr Einheitlichkeit und Verlässlichkeit benötigen, damit Jing ihre vollen Potenzial entfalten kann. Wir wollen für mehr optisches Feedback sorgen, damit ihre Fähigkeit leichter zu verstehen ist. Außerdem passen wir die Streublendgranaten an, um die Effektivität des Geräts zu gewährleisten. Legion. Legion wird in der Zeit übermäßig oft gewählt und erbringt ausgezeichnete Leistungen, wie wir im Verteidigerdiagramm erkennen könnt. Gegen ihn zu spielen kann oft sehr frustrierend sein, da ist es häufig das Ziel von Operator-Spielen. Er behauptet sich im Feuergefecht, fügt Schaden zu und verlangsamt Gegner. Darüber hinaus kann er mit seiner Gurumi ihn auch Informationen sammeln. Wir arbeiten an seinem Feintuning, um sowohl seine Effektivität als auch seinen Frustfaktor zu verringern. So, meine Freunde, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Legion war so einer meiner Main-Verteidiger neben Jäger, aber ist verständlich. Ne? Legion ist einfach so ein richtig kranker Operator. Er verlangsamt die Gegner, du weißt, wo die Gegner sind. Das sollten wir vielleicht entfernen, dass man halt nicht weiß, welche Legion meine betroffen ist, sodass man einfach, ja, nicht weiß, wo der Gegner sein kann. Vielleicht ein paar Legion meinen weniger, aber bin gespannt, was Ubisoft macht. Ja, meine Freunde, jetzt sind wir alle Änderungen durchgegangen. Ich dachte, ich mache das mal so. Ist, glaube ich, ein klein wenig entspannter. Was haltet ihr von den Änderungen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich kann die Änderungen teilweise wirklich nachvollziehen. Jäger ist einfach mal bei 90%. Das ist einfach mal richtig krass. Ne? Da wird auf uns was zukommen. Jäger wird richtig radikal genervt, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wie es genau aussehen wird, weiß ich nicht. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.